Lizenziert bei Nintendo von Imaginär. Ein sehr schöner Name. Und Imaginär Interactive präsentiert Quest 64. Genau, THQ war auch noch mit dabei. Ein Spiel, was in der N64-Zeit ziemlich untergegangen ist. Es ist 1998 rausgekommen, also da, wo auch Zelda Ocarina of Time rausgekommen ist. Bloß das Spiel wurde schon lange vorher angekündigt und konnte die Erwartungen, glaube ich, nicht erfüllen, denn wir wissen so gut wie gar nichts drüber. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nur, dass es sehr viel Änderungen gab. Die Story, die skippe ich jetzt mal ganz kurz. Wir müssen wahrscheinlich irgendjemand retten. Wir haben hier so einen kleinen magischen Priester. Ursprünglich waren drei Charaktere vorgesehen, aber man hat das Spiel dann doch ein bisschen eingekürzt. Und ich sehe gerade dieses erstaunliche Bild da hinten. Sind das nackte Frauen auf dem N64-Spiel? Ernsthaft? Sieht gerade alles ein bisschen merkwürdig aus. Okay, wir finden erstmal raus, was hier noch so geht. Also wir haben den kleinen Magier mit der seltsamen Frisur. Wir hätten auch noch eine Dame haben können oder einen Krieger. Aber wie gesagt, die wurden dann irgendwann mal aus dem Spiel rausgestrichen. Und das ist für mich jetzt komplett blind. Und ich habe auch keine Ahnung, ob der Titel was taugt oder nicht. Auf jeden Fall ist die Musik recht freundlich. Und ich versuche gerade mal, okay, so ein paar Menüs rauszuholen. Empty, empty. Water Pillar Level 1. Cool. Keine Ahnung. Wir müssen erstmal den Turm hier verlassen, schätze ich mal. Alter, wie hoch wohnt denn der Alte denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, der Kleine ist ja relativ flink, aber der muss doch ewig seine Einkäufe hochtragen. Okay, was? Wir sind wieder draußen. Sehr gut. Also ganz woanders. Kann ich Bücher lesen? Ich habe natürlich die Steuerung nicht durchgelesen. Was soll's? Ist auch nicht so schlimm. Wir finden das schon alles raus. Reden wir erstmal mit Bro. As you get close to a hidden spirit, you will see a sign. And when you see it, press set button to make of your spirit. Okay. Gut, Story wurde erklärt. Ich meine Steuerung. Wir müssen einfach Z drücken. Aber können wir die Truhe nicht aufmachen? Das wurde jetzt gar nicht. Nein, ich drücke immer auf dasselbe. Okay, wie. Okay, so aktiviere ich. Weil alles empty ist. Okay, das ist auf die C-Tasten gelegt. Und wenn es empty ist, kann man es nicht öffnen. Und ich kann die Truhe ja auch nicht öffnen. Schade, man sollte Truhen grundsätzlich öffnen können. Bei Spielen, finde ich. Das ist immer so ein Drang, den man da verspürt. Okay, geht's weiter runter. Und wenn wir ein Spirit haben, muss ich Z drücken. Aber wenn ich jetzt momentan Z drücke, macht er einfach nur so, ja. Da schaut er sich halt um. Und wir haben noch kein Spirit in der Nähe. Ich denke, das hat ein bisschen was mit dem Kampfsystem zu tun. Und hier ist ein wunderschöner Gartenzaun. Das Spiel ist doch ein bisschen merkwürdig. Aber eigentlich nicht schlecht gemacht, wie ich finde. Es sieht auf jeden Fall freundlich aus. Oh, 8 Milliarden Türen, ernsthaft jetzt? Ich gehe die jetzt nicht alle durch. Ich will raus in die Welt, Leute verprügeln. Kann ich wenigstens da hinten? Okay, ich gehe nochmal rein, nächsten Raum. Ich weiß, jetzt gehe ich wieder zurück. Aber ich will wenigstens. Alter! Geh da rein! Das Buch lesen, was da drauf lag. Kann ich das machen? Nein, natürlich nicht. Ich kann nichts machen. Dann gehe ich weiter raus. Ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht wird das alles irgendwann noch hier irgendwas zu sagen. Warte mal, die Tür, die war aber jetzt einzeln. Extra. Neu. Jetzt geh doch mal da durch, Junge! Brian! Brian heißt er ja. Okay, es ist sowas wie das Schloss bei Super Mario Bros. Das Horrorschloss, das Horrorgemäuer, da hat man auch so Bäume und so einen Freigarten. Kann ich die Truhe wenigstens öffnen? Ja, ich kann die Truhe öffnen! Und wir bekommen Trade Drop of the Unit. Was für ein Ding? Was ist los? Mein Englisch ist not so gut, aber egal. Reden wir mit dir mal. Okay, der möchte nicht mit uns reden. Möchtest du mit uns reden? Hallo, Boy. When you find a treasure chest, move in close and the signs will appear. Press the set button, you will find the items. Hä? Aber ich soll doch schon Z drücken, irgendwelche Geister zu finden. Ihr verwirrt mich alle. Okay, der erzählt uns dasselbe auch nochmal. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Oder wir gehen nochmal durch die Tür. Aber momentan ist das echt nur Gemäuer durchsuchen. Oh, noch eine Truhe. Die hätten wir beinahe verpasst. Irgendwas Cooles bitte. Eine Waffe. True Drop Opinion. Was soll denn das sein? Status? Environment? Die Map? Elements? Okay, wir sind also quasi der Avatar. Und ich habe keine Ahnung, was ich alles aufgenommen habe. Das werden wir sicherlich noch sehen, aber eigentlich müsste es mir ja. Ah, Items, ja. Die geben uns Energie zurück. Und hier ist noch eine Truhe, die habe ich fast übersehen. Ja, also langsam kapieren wir die Steuerung, da geht auch ein bisschen mehr los. Komm raus. Aber warum kann man nur diese kleinen Scheißtruhen aufmachen und nicht alle Truhen im Spiel, die da einfach so rumstehen? Macht Link doch auch. Der knackt auch jede verdammte Truhe und klaut alles. Wie ein Großer. Dann kannst du das auch, kleiner Brian Magier. Ich denke, jetzt wird sich das Kampfsystem für uns mal entfalten. Okay, er kann aus der Tür rausgehen. Ich wollte schon. Alter, nervt doch nicht. Wie viele Türen gibt es denn hier in diesem Scheißpalast? Ich will einfach nur. Geh raus da, Brian. Nein, natürlich nicht. Alter, was ist hier los? Da wenigstens noch eine Truhe. Oh Mann. Und es gibt Honey Bread. Okay, ein Honigbrot. Okay, ehrlich gesagt, ist ja schön, dass man hier so viel entdecken kann und so viel looten kann und so weiter. Aber ich möchte einfach mal. Geht's hier raus? Komm. Ja, einfach rausgehen. Und wir haben noch einen Vorgarten. Ich will die freie Natur. Ich will das erkunden. Ich will irgendwann platt hauen. Ich kann übrigens die Kamera nicht nachjustieren.
jede Taste, die ich dafür drücke, vielleicht ja, nein. Ich kann die Kamera nicht nachjustieren, das macht etwas kompliziert. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht so kompliziert denken und einfach die Welt hinausgehen. Okay, hier ist auch ein Gartenzaun davor. Also ich muss sagen, noch gefällt mir das Spiel nicht so wirklich, ne? Ich kann schon verstehen, warum das noch ein bisschen in N64-Zeiten untergegangen ist, aber die Hoffnung ist noch nicht aufzugeben. Gibt's hier einen Ausgang? Bin ich hier eingesperrt in dieser Scheiße? Ernsthaft jetzt? Nein, okay, doch, es gibt kann ich das Pferd klauen? Das Pferd kann mit mir reden, das ist sehr... Was gackt's? Nake, Nake! Ja, das war irgendwie klar. Alter, Scheiße! Wozu hat man hier ein Pferd, wenn es kein Tor gibt zum raus... naja, reiten? Hallo? Toll. Muss ich mich hier raus teleportieren oder was? Übrigens, die fetten Wendebugs, die ihr seht, die stammen von der ROM. Das darf man dem Spiel nicht verübeln. Aber ich kriege keine gescheite ROM dafür da. Ich habe aber schon geguckt, das Spiel im Normalfall läuft ohne diese Wendebugs. Ey, ist echt fantastisch, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich noch eine Etage tiefer gehen. Aber es macht doch mit den Pferden gar keinen Sinn, dass hier ein Pony ist, was man nicht benutzen kann, wenn man sowieso nirgends springen kann. Ich habe gedacht, man kommt hier raus, kann Gegner verprügeln. Nein, man muss erst wieder labern. Okay, Tür aufgeblockt. Kannst du was zu mir sagen? Leave now, Brian. Was? Ja, ich hab doch geliefert. Aber ich habe keine Ahnung, wo ist der... Alter. Ich soll mich verpissen, hat der jetzt auch gesagt. Aber hier haben wir Zaun, Zaun, Zaun. Habe ich irgendwas übersehen? Das ist hier, aber hier war doch vorhin auch Zaun. Natürlich ist der Zaun. Ach, man geht den Weg weiter runter. Ich habe zu früh gehatet. Mann, bin ich doof. Tut mir leid, das muss mal gesagt werden, dass ich ganz schön doof bin. Jetzt weiß ich auch, wozu das Pferd da ist. Laufen, laufen, laufen. Kann ich jetzt irgendjemand verprügeln? Ich glaube, wir sind gleich aus dem friedlichen Gebiet raus. Da geht es gleich richtig los. Warum will ich mich eigentlich die ganze Zeit prügeln? Ich glaube, damit ihr Action habt. Ich will euch ein bisschen was über das Spiel zeigen. Und momentan zeigt mir das Spiel nur, dass es ein Walking-Simulator in einer nicht gerade so hübschen Welt ist. Die aber sehr, sehr friedlich zumindest ist. Wer mag nicht friedliebende Welten? Natur und Freude. Nicht im Videospiel. Da muss es explodieren, krachen, schmerzen, Tod und so weiter. Naja, gut. Außer man spielt Animal Crossing. Aber selbst da gibt es Streitereien. Und ehrlich gesagt, ich habe null Motivation, mich jetzt in diesem Dorf umzusehen, aber ich mach's trotzdem. Tür auf. Ah, du bist aber niedlich. Ruf, das ist ihr Vater, ist ihr Play outside. My mother's day is a monster. What, Monster? Das ist ein Monster. Okay, jetzt noch kurz gucken, ob ich die Hütte hier plündern kann. Nein, es gibt keinen Loot für uns. Sauerei. Wenn ich eins gelernt habe in jahrelanger Videospielgeschichte, ist es, dass man überall klauen kann. Und das völlig straffrei. Aber jetzt gehen wir erstmal Monster verprügeln. Ich denke, das ist eine offene Wiese. Da! Das sind doch Monster! Oder sind das Schafe? Das sind die hässlichsten Schafe, die ich je gesehen habe. Das sind auch wirklich Schafe. Toll. Gibt's wenigstens was in der Scheißhütte? Ich will plündern. Hier gibt's nichts, oder? Doch, eine Truhe! Ja, plündern! Plündern ist der Style. Fresh Bread. Jetzt haben wir ein Honigbrot. Wir haben irgendwelche Tränke. Wir haben ein frisches Brot. Ist das Honigbrot nicht frisch? Ich will lieber gar nicht drüber nachdenken. Ich denke, es gibt bestimmt noch sicher einen guten Loot hier in diesem Dorf. Und da ist, glaube ich, die nächste Tür. Und dann geht's wirklich in die Welt hinaus. Meine Fresse. Ernsthaft mal. Spiel, zeig uns was von deiner Welt. Ich fühle mich schon ein bisschen an den Fauxpas mit Herkules erinnert. Kennt noch jemand die unglaublichen Abenteuer aus Herkules, was ihr als Let's Play gemacht habt? Genial. Genial, sag ich euch. Bestes Spiel ever. So. Ich will ein Monster sehen. Ich will ein Monster sehen. Alter, ist gleich so hässlich. Hellhound. Okay. Okay. Miss. Brock Level 1? Was zum Henker? Gut. Okay. Natürlich. Jetzt läuft es irgendwie abwechselnd. Oder hat er jetzt mehr Treff. Ey, ich raff's grad nicht. Okay. Fireball. Achso, wir müssen in die richtige Richtung drücken. Ah, jetzt mache ich das. Okay. Bin schon fast tot. Jetzt haben wir eine Pille. Das hat nichts geholfen. Okay, normal. Okay. Rock Level 1 hat sehr gut geholfen. Jawohl. Und nochmal Rock Level 1, bevor er uns echt umbringt. Alter, könnte ich jetzt mal eine Fähigkeit anwenden? Windcutter. Ja, und tot. Seltsames Kampfsystem. Man muss die C-Tasten drücken und dann geht's los. Aber es ist nicht wirklich rundenbasiert. Es ist nicht wirklich... erstmal ein Brot nehmen. Es ist nicht wirklich rundenbasiert, ist aber auch nicht wirklich Echtzeit. Also, der kann die ganze Zeit Echtzeit angreifen und ich habe aber immer die Wahl, eine Technik zu machen, muss die dann ausruhen und im nächsten Schritt übergehen. Okay, jetzt machen wir es mal richtig. Komm her, Hellhound. Okay, ich konnte es wieder nicht machen. Rock Level 1! Der ging voll daneben. okay. Das Kampfsystem ist etwas sehr merkwürdig. Rock Level 1! Ja, okay, jetzt machst du wieder eine Technik. Fireball!
der sehr spektakulär aussah. Alter. Windcutter 1. Also ich glaube, der Erdbrocken ist noch das Beste, was wir machen können. Rock Level 1. Okay, der ist nicht das Beste, was wir machen können. Was ist das für ein Kampfsystem, Alter? Das ist voll lame. Werde ich jetzt wenigstens mal stärker. Level Up, komm schon. Nee, es gibt hier kein Level Up. Es gibt ja Level Ups, aber ich denke, die werden erst später kommen. Aber es ist jetzt nicht wirklich geil, muss ich mal sagen, das Kampfsystem. Vielleicht ist es später mal irgendwann mächtiger, aber wir haben eigentlich nur 4 Zauber, die wir anwenden können, je nach Element. Okay. Ernsthaft jetzt? Okay. Was zum Henker? Fireball! Okay, das war... Fire... Nein, Alter. Rock! Ist das das ganze Kampfsystem? Ernsthaft? Ich drücke erst die C-Taste, dann drücke ich die A-Taste. Windcutter! Mist, toll. Ja, ist ja okay. Alter, da treffe ich nicht. Es ist mit Abstand das schlechteste Kampfsystem, was ich seit langem gesehen habe. Aber vielleicht unterschätze ich das Ganze. Das Ganze muss erst richtig deep sein. Aber der hat, die machen... Okay, ich bin paralysiert. Waterpillar. Kann ich mich damit wenigstens heilen? Nein, ich bin paralysiert. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ist das doof. Windcutter. Okay, der Windcutter trifft überall. Vielleicht ist das ja so ein bisschen die Technik, die man jetzt rausfinden muss. Windcutter. Okay, ich bin gleich tot. Ich würde gerne etwas nehmen. Kann ich nicht. Bombershot. Geil. Komm her, du Sau! Fireball! Komm schon! Ich will nicht sterben jetzt schon. Ich habe noch 4 HP. Okay, Mist. Rock Level 1! Das war's. Alter! Seltsames Kampfsystem. Select an Element. Wir nehmen mal Rock. Das müsste ja für Erde stehen. Ich bräuchte mal was zu futtern. Wo waren das jetzt nochmal? Ja, eben so verwirrt gerade. Steuerkreuz geht nichts. L-Taste. Ah, hier können wir die Kamera ein bisschen verständern. Genau. Wir nehmen mal unser Brot. Auf jeden Fall macht das Brot sehr satt. Vielleicht hätten wir uns im Dorf besser ausrüsten sollen. Vielleicht ein paar mehr Items mitnehmen sollen. Wie ist denn eigentlich der Status? Wie viele Expansion Points brauchen wir, um weiterzukommen? Okay. Nirgends aufgeführt. Wir werden wahrscheinlich nur dadurch stärker. Aber ist ja Quatsch. Wir müssen ja irgendwann mehr Energie kriegen oder mehr. Na geil. Ich bin tot. Nein, ich habe meinen Rock Level 2, den ich nicht anwenden kann, weil der Höllenhund schneller ist als ich. Rock, ich habe mein Rock Level 1. Habe ich nicht den Rock aufgewertet? Aber braun wäre für mich Erde gewesen. Okay. Toll. Dann nehmen wir einfach mal... Ich hoffe, ich erwische jetzt... Fireball, das ist rot, das ist klar. Dann ist es Wind. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Windcutter ist auch Level 1. Was zur Hölle habe ich da verbessert? Habe ich überhaupt was verbessert? Waterpillar. Das hilft gar nichts. Diese Waterpillar ist mir völlig... Fireball... Erdbrocken. Oh, ganz ehrlich, das Spiel kann mich gerade mal. Ehrlich? Mist! Bin hier gleich schon wieder tot. Erdbrocken. Wie kann man da nicht? Da braucht man wirklich so ein bisschen Abstand. Bin ich bei dir zu sehr in dem Radius drin? Aber die sind ja bei mir im Radius drin. Ich raff's nicht. Alter. Würdet ihr bitte euch beruhigen, Rock? Okay, wir schießen auf jeden Fall daneben. Vielleicht ist es jetzt der Water. Vielleicht ist der Waterpillar jetzt so richtig. Erstmal Fireball. Ich will den Waterpillar machen. Jetzt. Waterpillar. Jetzt ist der Waterpillar richtig gewesen. Hat richtig reingeschlagen. Und wir haben tatsächlich noch irgendwas angezeigt gekriegt. Select an Element. Ich habe jetzt Fels Level 3 gemacht und werde jetzt schon wieder mich heilen müssen. Tja, also Leute, ich bin nicht sicher, wie lange wir das jetzt überleben werden. Aber guck mal, der Rest ist doch auch Rock Level 1. Das hat sich auch nichts gebessert. Können wir damit irgendwas anfangen? Ja, wir brauchen was? 50 davon, um uns zu verbessern? Nicht euer Ernst. Also, ich versuche jetzt gerade noch meinen Status richtig zu lesen, aber nein, es müssen echt 50 sein, um uns zu verbessern. Und ich probiere gerade noch mal ein paar andere Tasten aus, aber so viele Tasten hat das N64-Pad nicht mehr. Also, irgendwann hört es ja mal auf. Okay, das führt eine Magie auf, das hätte ich mir fast denken können. Das ist ein Haus! Jetzt ist so gut wie gerettet. Wenn jetzt nicht irgendwo noch so ein Spaß kommt. Das heißt, wir können wirklich... Alter, und Spaß, gleich zwei. Wir wissen ja, wie es geht. Wir nähern uns und machen es mit einem Waterpillar. Aber erstmal gibt es ein... Yeah! Ist der jetzt wirklich stärker geworden? Hat gerade gewirkt? Als wäre... Okay, jetzt geht nichts mehr. Ich will meinen Wasserpillar haben. Nee, Fireball. Okay, das ging nicht. Waterpillar! Finde ich grad... Aber jetzt zeigt er ja irgendwas an. Dass ich irgendein Symbol habe. Kann ich die vielleicht irgendwie tamen oder so? Achso, ich kann die jetzt schlagen.
Ist das doof. Okay. Waterpillar. Also ich verstehe jetzt schon das Kampfsystem, aber es ist nicht wirklich geil. So, erstmal dahin. Kriegen wir da volle Energie wieder? Sieht aus wie so eine Wahrsagerhütte. Da oben ist, glaube ich, das Zeichen der Sheikah. Es ist eine Wahrsagerhütte. Ich fass es nicht. Kannst du mich mal... Kann ich die Pötte kaputt schlagen, um Herzteile zu kriegen? Kannst du mich mal heilen? Körper don't sharp hier auf dem AC to tear self anywhere. Bla bla, runter day. I'm see voller, I can't clear. Halt die Schnauze. Hey, Oma. Körper ist down, sharp. Alter, die Fresse. Ich brauche Heilung, verdammt. Ja, vielleicht fangen wir irgendwie bei irgendeinem Spot wieder an. Ich bin sowieso nicht überzeugt, dass das Spiel lange mich aushält oder ich das Spiel lange aushalte. Oh, ein Maulwurf! Wie gefährlich! Und ich bin fast tot. Fireball, fangen wir mal an. Oder sind das Todeshasen? Alter. Ernsthaft? Hier, frissen Fels. Was kriegst du? Treffen auch jedes Mal. Hier, Fireball erstmal. Ich glaube, der Felsen, den haben wir wirklich so verbessert, dass der wirklich mehr Schaden macht. Oder wirkt es nur so? Nee, der macht mehr Schaden. Kriegen wir jetzt mal Level up, um stärker zu werden? Kriegen wir jetzt mal eine Heilung? Bitte, Spiel! Und schön, dass wir mit Z irgendwie zuschlagen können, wenn wir ganz nah dran sind. Das gefällt mir schon wiederum. Das gibt so ein bisschen Tiefe. Wenn wir auf dem Weg lang laufen, passiert uns vielleicht nichts. Naja, leck mich, hat das Spiel gesagt. Leck mich, hat's gesagt. Und warum fangen die immer an? Ernsthaft? Hier, nimm das. Ja, toll, spuck mich an. Ich spuck dir ins Gesicht. Nein, halt. Warum? Ich hab doch zuerst gedrückt. Ich raff's nicht. Toll. Heile mich bitte, Opa. Ich bin schon wieder tot und muss den ganzen Weg normal laufen. Alter, heil mich. Muss ich irgendeinen Altar beten oder so? Ernsthaft jetzt? Opi, jetzt gib mir Heilung. Ich hab noch ein HP. Wenn du liefst, Alter, die können mich alle mal. Die stinken doch alle. Jetzt muss ich diese verdammten Treppen wieder runterlatschen. Jetzt mach auf den Puff hier. Okay, vielleicht, ich will daraus kein Worst Play machen. Einfach aus dem Grund, weil ich es vielleicht einfach nicht verstehe, das Spiel. Weil ich mir die Steuerung nicht durchgelesen habe, was ziemlich viele kleine Tricks und Tipps geben könnte, die man hier beachten muss. Deswegen mache ich kein Worst Play draus. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Spaß, ne? Gerade stresst mich das Game nur. Mach auf und... Ich sag, es muss ja Gründe haben, warum es kein Mensch gekauft hat. Also kein Mensch vielleicht übertrieben, aber wenn es keiner kennt. Also, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt wird ja jedes Zimmer durchsucht, was ich finde, nach Drogen, Geld, Macht und Frauen. Das Übliche halt. Und kann ich hier nicht in diesem kleinen Garten meine Heilungspflanzen anpflanzen? Gibt es überhaupt Heilungspflanzen? Oder gibt es nur die pure Wut, die kalte pure Wut bei diesem Spiel? Hey, Opi, kannst du mich heilen? Brian, the wooden scepter, you carry a magic spell, cry your journey, and you halt die Fresse, heile mich. Kann ich im Bett schlafen? Nein, natürlich kann ich das nicht. Ich kann absolut gar nichts machen. Brian ist ein Lauch. Und ich habe gedacht, wenn man wenigstens gerespawnt wird, wenn man gestorben ist, kriegt man wieder voll Energie. Weil jetzt, wenn die Gegner immer den Ersttreffer haben, weil ich zu doof bin oder das Spiel das halt so festlegt, heißt das, ich sterbe immer bei der ersten Gegnerbegegnung. Es sei denn, es gibt mal so einen kritischen Fehlerschlag, also Misserfolg und naja, dann trifft der Gegner halt nicht, dann haben wir einen Schlag zurückzuschlagen und dann auch sterben wir. Geil. Spiel, du machst es richtig. Gibt es noch irgendwas zum... Nee, ich gehe jetzt alle Räume von diesem Kackkloster durch und hoffe, irgendwas zu kriegen. Vielleicht ist die Küche ja wieder mit Essen gefüllt, aber ich glaub's fast nicht. Warum macht man so viele Räume? Da hätte doch eine Tür gereicht und dann viele Betten daneben und dann ein Gegenstand. Doch, da war ich glaube ich schon drinne. Da ging es nicht hin, da ging es dann zum Keller. Bei diesem komischen Kloster. Aber wir haben uns noch nicht komplett umgeguckt. Oh, ein Avatar! Quatsch, ein Altar. Vielleicht können wir uns da heilen. Alter, vielleicht können wir uns da heilen. Alter, komm mal her. Nee. Wir können nichts. Wir können nichts. Wir sind Lauch. Der kleine Brian ist ein Lauch. Hier gibt es noch eine Tür nach draußen. Vielleicht führt das ja zum Reitstall, den wir nicht benutzen können. Mit unserem Pferd, was wir nicht haben. Eine Kapelle. Schön. Ey, Opa, kannst du mich heilen? Spirit, please protect this young lad. Let me way. Offering for. Halt's Maul. For safety return. Ja, ich komme hier jetzt mal wieder mit einer Pedu. Na, Wut durchfließt meinen Körper. Okay. Wir haben also in diesem Spiel jede Menge sinnfreie Räume. Also in meiner Ansicht sind die sehr sinnfrei und ein HP, mit dem wir jetzt weiterkämpfen können. Das heißt, ich gucke mich jetzt hier drin um. Mach uff das Ding. Alter. So. Gibt's hier was Schönes noch zusätzlich? Nee.
Da oben können wir zu unserem Volk sprechen, wenn wir irgendwann mal der große Herrscher geworden sind. Alter, können wir da hoch? Ja, es geht. Aber, Spielscheiße, kein Bock mehr, gar nicht so gut, aber ich verstehe es vielleicht auch nicht und ihr hatet mich gerade, weil ich zu dumm bin, das Spiel zu kapieren, aber vielleicht ist es einfach nur, Scheiße. Das hat jetzt gesagt, nicht ich, also es war, nicht Moff, das war Brian. Brian. Du ist auch schon offen. Heile mich. I made this myself. Ja! Nee. Was? Ich hab gedacht, die heilt mich. Die macht einen Scheißdreck. Aber ich habe auch keinen Heilzauber. Das macht alles von so, also gar keinen Sinn. Okay, gehen wir halt raus in die Welt. Werden wir halt umgebracht. Das ist fantastisch. Guck mal, der hängt da schon völlig durch. Wir haben doch das Dorf. Wir können doch das Dorf looten. Das habe ich ja fast vergessen. Warum sagten wir das nicht? Dorf looten, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Aber wir verdienen ja auch kein Geld oder so. Das heißt, wir könnten nicht mal uns neues Zeug kaufen. Selbst wenn wir, also wenn wir das Dorf leer gelootet haben, sind wir quasi leer. Quasi leer, leer. Egal, erstmal Dorf looten. Vielleicht kriegen wir da auch sowas wie eine Heilung. Eine Übernachtung oder so. Vielleicht kriegen wir die gar nicht kostenlos. Das ist natürlich das Dumme. Aber dass wir jetzt jedes Mal den langen Weg aus diesem Turm hier runterlatschen müssen, das ist eine Frechheit. Wenn man mal stirbt, das sehe ich ja ein, aber ey, dann bitte schnelle Respawn-Punkte. Okay, gehen wir erstmal das Dorf besuchen. Ey. Hey, Herr Trollers, bin wieder da. War ein kurzer Ausflug, ich geb's zu, ich hab das Maul gekriegt, ja. Aber, Punkt. So, jetzt gucken wir uns in jedem Haus um und machen richtig Terror bei den Leuten. Erstmal hier rein. Und plündern. Wichtig ist plündern. Da gibt es einen Apfelkorb. Hier, alte Frau, heile mich. My grandchild have even gonna play this pirate bad dangerous. Jacksons, halt die Fresse, du hast nichts von uns. Mann! So. Hier, Opi, hast du was für uns? Ich bin echt unfreundlich heute. Oh, lange Geschichte. Wollte ich nicht hören. Hat schon wieder angefangen mit Long Time Ago. Oh, darf ich diese viereckige Äpfel-Textur essen? Nein, denke nicht. Okay, es sieht aus wie ein Laden. Das wie eine Übernachtung. Ich gehe erstmal die Übernachtung und werde feststellen, dass ich null Geld habe, dass die mich quasi wieder rauswerfen. Oder habe ich irgendwie was mit Geld gekriegt? Da kann ich umsonst übernachten. Junge Frau, reden Sie mit mir. Junge Frau! Don't you feel tired, monster appearance? Please rest for the night. We take care of. You will go stay. Yes! Ey, ich kann umsonst übernachten! New Data. Yes, ja, von mir aus. Yes, komm. Okay, ich bin fertig. Ja, ich bin fertig. Yes. Und ich habe wieder voll Energie. Oh, Gott sei Dank. Dann gehe ich nochmal hier oben gucken, was gar kein Schönes gibt. Noch mehr Türen. Nein, danke. Ich gehe mich nochmal draußen prügeln. Ich will nächstes Mal in die nächste Station. Wer bist du denn, Alter? Ach so, das ist ein Shannon. Hello, Master Appearance. I'm Shannon. I've been traveling hinter und hier. Laber, langsames, langweiliges Gelaber. Ich würde das gar alles durchlesen. Vielleicht macht das ja auch Sinn. Okay, es ist Nacht. Geil. Tag-Nacht-Effekte? Ey, liebe ich bei Spielen. Ganz ehrlich, finde ich eine gute Idee. Und, naja, warum nicht? Können wir sehen. Vielleicht treffen wir jetzt auch Werwolf oder so. Aber ich habe natürlich keine Ahnung. Ich kann jetzt mal ins Menü gucken, wann wir irgendwann mal aufsteigen. Denn wir haben ja jetzt. Oh, da. Expansion, Agilität und Defense. Wächst das etwa anders an? Also der Erfahrungsbereich, dass wir also Schäden einstecken müssen, um da stärker zu werden? Kann das sein? Jetzt guckt mal euch die Liste an. 27 Death und 90 mit Agilität. Vielleicht ist das, wo wir uns bewegen. Ich weiß es nicht, wir werden es rausfinden, dass wir uns vielleicht in anderen Bereichen aufsteigen will. Das finde ich schon wieder cool, muss ich sagen. Okay, ja, der ist wieder schneller als wir. Unsere Agilität müsste mal steigen. Aber wir haben den Fels. Und der Fels bringt 6 Schaden und das ist, okay, du willst hier Rock. Ja, es geht wieder schief, ne? Wir müssen Schuh schlagen. Jetzt hör auf, du Lauch. Schön 7 drauf. So, jetzt müssen wir irgendwas gekriegt haben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Werte angesteigen. Select Element. Ich gehe alles auf Holz. Hier auf Fels mache ich natürlich. 40. Es hat auf jeden Fall hin. Also wenn wir Schaden einstecken, kriegen wir Erfahrung. Ich weiß bloß nicht, wie die Agilität steigt. Also eigentlich aber 90. Wir hätten ja die ganze Zeit schon steigern müssen können. Und ich hoffe, Agilität ist sowas wie die Schlaggeschwindigkeit. Alter, was bist denn du für ein hässliches Nilpferd? Hier, nimm Fels. Okay, weg. Geht nicht. Hallo? Ah, okay. Hier, friss Stock. Ja, Wasser, Stock. Wasser, Stock. Sehr gut. Kriegen wir jetzt bald mal ein Level up? Los, komm schon. Irgendein Bereich muss mal steigen. 54. Und Agilität senkt auf 9? Was? Aber wir sind schon aufgestiegen, Level. Jetzt verstehe ich. Wir sind schon Agilität 7 von 6.
Ey, ich bin sowas von verwirrt, das Spiel macht mich fertig. Beziehungsweise seine ganz eigenen Regeln und so weiter. Nee, was ja nicht schlecht ist, steigen wir jetzt wieder auf 18. Das ist, wie wir hier durch die Gegend rennen, steigt die Agilität ernsthaft. Jetzt, wir könnten also hier so la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  im... Nee, das funktioniert nicht. Okay, ich hätte gedacht, dass wir einfach im Kreis latschen müssen. So, für dich, Fels. Jetzt sind wir gleich wieder im Stockbereich und er ist dran. Aber ich verstehe nicht, warum wir immer, oh Gott, Mist. Alter, das Vieh ist riesig, du bist genau davor. Du wirst doch mal mit dem Stock ein bisschen zuhauen können. Stock! Komm schon, Stock! Geht doch. So, Defense muss ansteigen. 72, wir haben bald mehr Defense. Yay! Aber wir gehen trotzdem mal die Strecke lang. Ich will ja mal eine neue Stadt erreichen. Kann sein, dass ich jetzt nochmal sterbe. Aber jetzt habe ich am nächsten ein bisschen... Ja, Höllenhund, der uns anspuckt. Hier, Fels. Und der bleibt ja wenigstens auf der Entfernung. Die machen aber auch einen Schaden. Ja, wir mittlerweile aber auch. Kriege ich noch auf Fels? Vielleicht ist diese 50 auch die Endanzeige. Das heißt, oh Gott, schon wieder? Dass ich also mit 50 quasi das höchste Fels-Level habe. Rock. Okay. Gehen wir halt näher ran. Schlagstock, 5. Ich habe übrigens nichts mehr zum Heilen, was sehr, sehr schade ist. Obwohl ich Magie verbrauche, kriege ich sie wieder. Merke ich jetzt gerade an. Okay, wir haben halt mehr Defense und ja, Agilität steigt mal wieder gar nicht. Aber ich bin ein Pokémon. Wo laufe ich denn eigentlich lang? Ich bin so ver... Oh, Alter! Man sieht nicht richtig, wo man lang läuft und läuft dann einfach in Gegenden, wo man schon war. Und wieder hat man den Ersttreffer geschluckt. Hier, Fels. Oh, hör auf. Ich werde hier schon wieder sterben, nur wegen dir. So, jetzt erstmal kurz kalibrieren. Deswegen ist wahrscheinlich auch dieser kleine Kompass da, dass man... Select Element. Ich bleib dabei. Es geht immer alles auf Fels. Da komme ich her. Alter, Spiel. Es... Nein! Was ist denn das? Jetzt gleich zwei. Ey, es ist nicht gut gemacht. Also muss ich wirklich sagen. Ich mag originelle Spiele. Ich mag mittlerweile sogar das Level-System hier, hat gewissen Sinn. Aber ganz ehrlich, was ist denn das? Warum? Warum so? Fels. Ja, ja, ist gut. Fels. Gut. Kein Fels. Zwei. Fels. Jetzt gucken wir uns nochmal die Werte an. Ich könnte echt zum Dorf zurückgehen, aber das bringt auch nichts. Genau, jetzt habe ich Stufe 7. Also die Prozentzahlen steigen immer höher und überspringen einfach Level. Ich kriege einfach keine Levelanzeige. Faszinierendes Prinzip, muss man mal sagen. Oh, das fette Nilpferd. Und wir sind schon fast tot. Aber wir haben Erstschlag. Fels. Und das macht mittlerweile 10. Also wenn man... Das verwirrt mich gerade. Also ich meine, ich finde es ja gut, dass die Anwendung dafür sorgt, dass man stärker wird. Problem dabei ist einfach nur, dass man halt im ersten Gebiet schon sich das höchste Level antrainieren kann, so was es eigentlich gibt. Also wirkt es gerade. Okay, wir sind tot. Nee, doch nicht. Doch nicht. Doch tot. Nee, doch nicht. Was ist denn das jetzt? Ihr verarscht mich doch. Spiel. Ohne Scheiß. Okay, ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Ich denke, das ist das Beste. Vielleicht kommen wir wieder zum Dorf zurück und ich kann mich heilen und wir kommen zu einem anderen Dorf an. Alles andere macht jetzt keinen Sinn mehr. Okay, wir so viel Glück werden wir jetzt nicht haben. Hier, Fels. 10, gut. Oh, jetzt komme ich so nah ran. Mach deine Wasserfontäne auf, versagt dabei. Jetzt machen wir auch unsere Waterpillar. Okay, es hat auch nicht funktioniert. Waterpillar trifft diesmal, oder? Ja, wir sind tot. Seltsames Spiel, aber ich würde glatt nochmal einen Versuch starten, weil ich gerade so fasziniert bin von dem Level-System. Aber wir fangen bitte nicht jetzt oben schon wieder beim... Nee, wir fangen hier an. Okay, weil wir das letztes hier gespeichert haben. Trolla, ich will nochmal übernachten. Yay. Und ich will nicht speichern. Yay. No, ich will weg hier. Yes. Und yes, continue. No, ich will... Oh. Yes, danke. Aber nicht schlecht. Haben wir deswegen wahrscheinlich wieder mehr HP gekriegt und wir haben auch schon ein bisschen Magie rausgeklopft. So, ich sollte mir wahrscheinlich doch im Shop mal was kaufen gehen, wenn ich das kann. Das ist doch ein Shop. Kann ich hier bessere Klamotten kaufen oder muss ich die ganze Zeit mit den abgewetzten Dingen durch die Gegend treten? Nein, hier kriegt man, glaube ich, keine besseren Klamotten. Hier kriegt man nur Brot und sowas. Was ist jetzt passiert? Stay at 12 Bird Wings and you need another pair of turns. Toll. Da habe ich jetzt richtig eingekauft hier. Alter Falter, Spiel. Es ist eine Mischung zwischen Wordplay und ich bin fasziniert und möchte mehr entdecken, Leute. Das habe ich seit langem nicht mehr gemacht. Ja, Leute, leider ist mir das Spiel abgeschmiert. Willkommen zurück bei Quest 64.
Nein, ich mache jetzt. Warte mal, vielleicht geht ja Lord. Ich mach mal kurz mal Lord, 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 Lord. Ich habe schließlich gespeichert. System, zurücksetzen mal kurz meine ROM. Ja, das passt schön. Vielleicht können wir ja laden. Ansonsten würde ich das Spiel für heute für beendet erklären. Und sehr interessanter Ansatz, aber furchtbare Ausführung. Und ich denke, ich habe keinen Spielstand, oder? Doch, wir haben Spielstand. Wir können weitermachen, Leute. Yay! Kurze technische Schwierigkeiten. So, das muss man einfach mal hinnehmen. Ich habe echt gedacht, das ist komplett abgeschmiert, aber scheinbar ist nur mein Rechner ein bisschen rumgesponnen und fertig. Das ist so eine Kacke. Ich würde gerne ein Original aufnehmen. Ihr wisst schon. Und wenn der N64 Mini da ist, gibt es vielleicht auch das Spiel, was ich eigentlich nicht hoffe. N64 Mini ist noch nicht angekündigt worden oder vielleicht doch jetzt schon zu diesem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, wo ich das Video hochlade, ist noch kein N64 Mini angekündigt worden. Auf lange Sicht noch nicht, aber weißt ja, wie Nintendo so ist, ne? Die hauen einfach immer so einen raus und manchmal auch gar nicht. Und naja. Lauf, lauf, kleiner Magier, lauf, lauf. Aber ich meine, man könnte jetzt trotzdem, ihr wisst das Prinzip, was ich meine, man könnte jetzt ewig weiter trainieren und das noch nicht mal kompliziert und man könnte quasi, ohne dass die Gegner stärker werden, selber maximal stärker werden. Wenn das Prinzip wirklich so ist, dass der. Obwohl, es steht ja noch da, Rock Level 1, ne? Ist immer noch Rock Level 1. Fällt mir gerade auf, obwohl er an Schaden eigentlich jetzt mehr macht als vorher. Er macht jetzt schon 10 und er hat, glaube ich, bei 5, 6 irgendwo angefangen. Und ja, HP, MP, wir steigen irgendwie aus irgendeinem Grund immer mehr auf. Ohne groß was dafür zu tun. Einfach lassen wir uns die ganze Zeit verprügeln. Ist ja auch eine Leistung. Muss man auch mal so sehen. Lauf, kleiner Magier. Lauf, lauf, lauf. Maulwürfe, Todeshasen, was auch immer. Drei gleich. Okay. Pusche, Todeslinge. Schön tot. Also ich glaube ganz ehrlich, dass wir stärker geworden sind. Ohne dass der Rock sich erhöht hat auf Amos Level. Das ist mal ohne Scheiß. Ja, halt's Maulhase. Also es ist definitiv mächtiger geworden. Krieg jetzt wieder, kann ich ja wieder ein Element fertig machen. Klar, es geht alles auf Fels. Alles auf Stein. Stein ist die mächtigste Waffe. Und ihr werdet sehen, wir werden jetzt gleich wieder mehr Schaden machen. Also ganz so wasserdicht das Kampfsystem auch nicht. Also ich glaube, wir werden hier bald mega stark sein, wenn wir nur mal halt mehr aushalten würden. Ja, spuck mich doch an. Spuck mich an, dann spuck ich auf dich. Sag ich doch 12 auf einmal, mit einem Schlag zum Vieh weg. Alles auf Fels und du gewinnst hier jeden Kampf. Na gut, 10 hat trotzdem ausgereicht. Beschwer mich nicht. Weiter, 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 weiter. Und jetzt muss ich jetzt gucken, ob ich jetzt in die richtige Richtung laufe oder nicht. Ja, ich glaube, ich laufe in die richtige Richtung. Ich muss jetzt einfach zum roten Punkt laufen. Das ist der beste Weg, den man haben kann. Ach du Spacko! Auch wieder zwei. Fels. Schnauze. Geht doch. Spuck mich nicht an. Fels. Schnauze. Okay, er lebt noch. Dann können wir jetzt mal Wind nutzen. Okay. Auch Rock Level 2. Wo habe ich denn den jetzt hergeholt? Okay, das muss ich jetzt mal ganz kurz. Ach so, man kann tatsächlich Rock Level 2 jetzt schon machen. Muss es nur richtig drücken. Also ist es definitiv diese Fähigkeiten, die wir unten aufleveln, die gehen bis Level 50. Wow. Dann, ich glaube, ich würde das ganze Zeit nur so machen, dass das Spiel nur so. Es kann natürlich sein, dass wir die Fähigkeiten. Okay, das war Mist. Das ist also schade. Wir machen trotzdem mal Rock Level. Nee, wir machen jetzt mal. Waterpillar! Können wir es vielleicht auch schon auf Level 2 machen? Da hilft der Stab noch mehr zum Prügeln, oder? Ja, 7. Der wird wahrscheinlich auch stärker. Kann es auch natürlich sein, dass wir die Elemente dann im Laufe des Spiels immer weniger kriegen. Aber es macht gerade jetzt noch nicht einen Eindruck. Schließlich sind wir jetzt schon 5 Level-Ups da gewesen. Also im Prinzip unseren Felsen 5-mal aufgelevelt. Es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre das irgendwie so spät gewesen. Das ist immer so, also jeder dritte, vierte Kampf und wir kriegen das Element dazu. Weiter, weiter laufen. Oh, oh, oh. Ja, mal gucken, uns Defense ist bald wieder eins hoch. Es ist schön. Und vor allem, wir werden vielleicht auch schneller und können mal Erstschläge machen. Das hoffe ich ja einmal. Das wird aber leicht der doofe Hund zeigen, dass wir es nicht können. Doch, wir können mittlerweile Erstschläge machen. Okay, das war Mist. Jetzt macht er was. Das Kampfsystem ist immer noch sehr seltsam. Level 2! Okay. Okay, du willst es nicht anders. Level 2! Sehr gut. Aber ich glaube, wir können da noch mehr mit Level 1 machen. Ich muss mal gucken. Vielleicht ist das Magiesystem sogar tiefer, als ich dachte. Jetzt mittlerweile bockt das Spiel. Am Anfang war es sehr seltsam, aber jetzt mittlerweile. Okay. Ach, das ist nur Level 2 Rock, den ich auswählen kann. Okay. Kürzen. Der macht natürlich dann mehr Magie-Power weg, oder? Nö, oh, 2. Der normale Rock macht wahrscheinlich nur 1, normale Fels. Und wieder hochgelevelt? Nee, schade. Ach ja, ich wollte zum Roten gehen. Da bin ich jetzt wieder völlig verwirrt. Da komme ich doch her. Ich muss zum Horizont. Jetzt bringst du mich durcheinander. Jetzt komme ich hier ganz woher. Ey, diese Karte ist echt der Horror zum Verwirren. Wir gehen jetzt einfach Richtung Rot. Warum habe ich das schon wieder verwechselt? Und wieder die beiden Spackos. Hier, Rock Level 1. Oder okay, der mächtige daneben. Da bin ich ja selber schuld. Okay,
Okay, kann ich jetzt irgendwas machen? Ja, oh, hat getroffen. Sehr gut. Hör auf, ich werde dadurch noch stärker. Du weißt es. Nicht getroffen, gut. Können wir jetzt meinen Stab zuschlagen? Ja, schön. Mit dem Knüppel, mit der 7er Knüppel drauf. 7er Keule, 8er Keule. Das war alles kein Problem. Jetzt geh verdammt nochmal in Richtung Rot. Und wir nehmen schon wieder Fels. Vielleicht können wir schon Level 3 machen. Todeshase wieder. Ich würde euch gerne mal was Neues zeigen, aber irgendwie geht gerade nichts Neues. 17 schon, Alter. Du machst sowieso nur einen Schaden. Hier kriegst du leichter Fels für dich. Macht auch 17. Das raff ich noch nicht ganz. Warum macht derselbe Felsen, der andere Felsen, die höhere Stufe, genauso viel Schaden? Ich weiß, für euch ist mittlerweile wieder bestimmt eintönig, weil ich nie was Neues zeige in dieser Gegend. Aber was soll ich denn machen, Leute? Ich kann auch nicht dafür. Dieses verdammte rote Pünktchen, dem muss man folgen. Aber den dauernd von irgendeinem Arsch unterbrochen, der sagt, hier, fight mit mir, kämpf mit mir. Gib's mir aufs Maul. Ja, zum Beispiel hier so ein Spraggo. Rock Level 2, hier. Und damit meine ich nicht den Pokémon-Trainer. Ja, Parasalt, ist mir egal. Hier, Rock. Trifft fast. Jetzt müssen wir echt den Windschuss machen. Na, Rock Level 2. Trifft nicht. Okay, wir müssen den Windschuss machen. Das Einzige, was jetzt gerade hilft. Windcutter, der trifft doch, oder? Ja. Ja, mittlerweile, die Zauber sind schon zu was gut. Windcutter. Vielleicht hätte ich die Windcutter auflaufen sollen, aber der ist einfach nicht so geil wie der Fels. Windcutter. Och, komm jetzt, hör auf. Jetzt muss ich wieder. Jetzt kriegst du Fels Level 2 in die Schnauze. Geht doch. Wir sind schon wieder völlig erschöpft. Okay, wir gehen weiter Richtung roten Punkt. Wir werden das nächste Ziel erreichen, denn nochmal, das Spiel ist garantiert nicht vorne von diesem Drecksturm oder diesem Dorf anfangen. Dann kriege ich nämlich die Krise. Oh, wo steht ihr jetzt denn wieder? Er nervt. Hier, Rock Level 2, beide tot am besten gleich. Schön, danke für gar nichts. Geht doch. Ja, das ist ein neues Dorf. A new Dorf is appeared. Oder einfach nur einzelne Hütte. Hier, Fels. Viel zu einfach jetzt mittlerweile. Wir werden trotzdem mal stärker. Es gibt garantiert noch mehr Felspower gleich. Noch ein, zwei Kämpfe und wir haben noch mehr Felspower. Ich glaube, das ist eine kleine Zwischenhütte, dass wir mal durchatmen können. Tür auf. Du bist auch so ein frommer Bruder, oder? Father loves the strongest, Father the Donner Forest, don't get the colors in the woods, the Robber is out. Ja, was auch immer, komm später dann. Gehen wir mal in den Wald rein. Ich habe wirklich auf ein neues Dorf gehofft, weil die Strecke war jetzt doch schon ziemlich herausfordernd anstrengend. Unser kleiner Scheißer ist ja schon richtig erschöpft, obwohl er jetzt mächtiger ist als je zuvor. Also er müsste jetzt jeden Kampf lockerst die Leute wegpumpen. Hat er gar kein Problem damit. Na, genau, die Assi zum Beispiel. Erstmal den Paralyzer, der nervt am meisten. Was, hat nicht gereicht? Ernsthaft nicht? Ja, paralysiere mich doch, Level 2. Gut. Bumpshot? Das ist, glaube ich... Der kann auch nicht mehr als sein. Oh, ich schieße daneben. Jetzt müssen wir einen Nahkampf machen. Ernsthaft? Schön mit der neuen Brau. Oh, wir sind jetzt auch mittlerweile da stärker geworden. Man fasst es nicht. Ja, also wie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr lange überleben. Ich werde das Spiel jetzt auch nicht mehr allzu lange machen. Ich habe einfach gehofft bis zum nächsten Dorf, aber irgendwie ergibt sich das nicht. Was zum Hölle? Sind die direkt aus Souls? Na wohl, Souls kam ja später. Dark Souls hat hier die Gegner geklaut. Oh, 5 nur. Maneater. Der kann auch Fels, wir sind verloren. Alter, wenn er auch Fels kann, sind wir alle tot. Rock Level 2, vielleicht wäre es gescheitert, ein anderes Element zu nehmen. Aber Fels trifft halt beide. Ha, es ging daneben. Hier, Fels. Immer noch nicht tot. Okay, Leute, das könnte kompliziert werden. Wir machen trotzdem noch ein Fels Level 2 und... Einen haben wir tot gekriegt. Yay. Und sterben dann selber. Ja, Leute, was soll ich sagen? Interessantes Spielprinzip, muss ich sagen. Aber ey, es... Dann ist mir das Spiel schon wieder abgeschmiert. Was ist denn heute mit der Technik los? Aber nicht so schlimm. Ich wollte das Spiel ja sowieso beenden. Daher danke fürs Reinschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis die Tage und ciao.